an die führende Weltrekordlerin heran. Isla Ellenberger kommt auf. Es geht hinein in die Zielgerade. Das übrige Feld ist abgeschlagen, Christa Peters ist vierte. Und Isla Ellenberger greift Hildegard Falk an. Und da kommt mit einem unerhörten Endspurt Sylvia Schenk von hinten, geht an Isla Ellenberger vorbei und erreicht Hildegard Falk buchstäblich auf der Ziellinie. Erst das Zielfoto konnte festlegen, dass Sylvia Schenk in 2 Minuten 3,2 Sekunden vor Hildegard Falk in gleicher Zeit gewonnen hatte. So sieht sie heute aus. Der Kollege, der das rausgesucht hat, hat mir gesagt, du hast sie damals das Gleiche gefragt, was du sie heute fragen willst. Der Herr, dem sie da um den Hals gefallen sind, ist er ihnen näher getreten auf Dauer oder war das nur eine vorübergehende Erscheinung? Nein, das war nur jemand aus meinem Verein. Ich weiß im Moment noch nicht mal mehr, wie er heißt. Der war halt gerade da und ich war ja so überrascht über das Ergebnis. Das heißt, ich wusste da noch nicht, dass ich gewonnen hatte. Ich habe nur gedacht, ich bin Zweite und habe aber die Olympianorm geschafft, weil ich bin in das Rennen gegangen, ohne die Norm zu haben. Und das war also so ein Wabankspiel gewesen. Und es ging mir eigentlich nur um die Zeit, nicht? Und dann war ich so weit vorne und das fand ich halt toll. Also geheiratet haben Sie nicht? Nein. Bis heute nicht? Nein. Sie haben gar keine Zeit, weil Sie nämlich Arbeitsrichterin sind und dieser Beruf hält Sie von morgens bis abends offenbar unter Dampf. Ach, der Beruf nicht so sehr, aber die anderen Sachen, die ich noch mache. Was machen Sie sonst noch? Ich bin noch SPD-Stadtverordnete in Frankfurt und bin im wissenschaftlichen Beirat vom Deutschen Sportbund, im Präsidium der Deutschen Olympischen Gesellschaft und Vereinsjugendleiterin von Eintracht Frankfurt. Und den Rest sage ich nicht. Und sie hat heute, sie hat... Sie hat, und das finde ich ganz lieb, auf ihren Urlaub mindestens für 2 Tage verzichtet. Ja. Sie sollte gestern Abend in Urlaub fahren, aber dieses Buch war ihr so wichtig, dass sie gesagt hat, dann fahre ich einen Tag später. Frauenbewegung Sport, 18 Mark, erschienen, sagen wir auch noch, im VSA-Verlag in Hamburg. Und Sie erwarten sicherlich eine Millionenauflage. Na, also eine Million wird es wohl nicht werden, aber ich hoffe, dass wir eine zweite und eine dritte Auflage machen. Im Moment sind es 2000 Bände, die gedruckt sind. Und der Verlag hat gesagt, er kann also kurzfristig auch noch mehr drucken, wenn das Buch gut läuft. Und bislang sieht es halt so aus, dass wir ohne Honorar gearbeitet haben. Der Verlag macht das zum Selbstkostenpreis und wir haben halt die Hoffnung, dass man vielleicht mit einer zweiten Auflage dann für die Autorin auch noch ein bisschen was bekommt. Die Hoffnung habe ich auch und ich habe jetzt Kontrastprogramm. Heute ist das Buch von Boris Becker erschienen. Wollen wir uns dazu einen ganz kurzen Ausschnitt der Pressekonferenz anschauen? Was sagen Sie zum Buch von Günter Bosch über Sie? Bitte? Was sagen Sie zu dem Buch von Günter Bosch über Sie? Ich kenne es besser als er. Ja, und wie beurteilen Sie es? Ich habe es ja mitgemacht, ne, und ich finde es sehr gut. Zu dem Buch eine Frage, da steht hinten drin, in der Beschreibung deiner Person, bisher verdient 70 Millionen Mark. Stimmt das oder ist das ein Druckfehler? Das ist wahrscheinlich ein Druckfehler. Ich habe mehr verdient. Er sagte, er habe mehr verdient. Also in diese Höhen werden wir beide nicht kommen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Das war wirklich interessant, Sie mal wiederzusehen. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub. Alles Gute, ne? Dankeschön. Ja, danke. Und jetzt die Zeit drängt, wie immer. Wir wollen aber doch einen ganz interessanten Beitrag von Marcel Reif von den Asienspielen nicht auslassen. Die gehen ja jetzt zu Ende. Eine eindrucksvolle Generalprobe für die Olympischen Spiele 88. Marcel Reif hat in den Mittelpunkt seines Berichtes 3 Athleten gestellt, die auf ganz eigene Weise zu Heldenruhm gekommen sind dort. Bitte. Piti Usha, Läuferin, 22 Jahre alt, aus der Nähe von Madras in Indien, die Königin dieser Asienspiele. 3 Goldmedaillen und 1 Silberne hat sie schon gewonnen, mehr als jede andere Athletin hier. Und das in so unterschiedlichen Disziplinen wie 100 Meter Sprint und 400 Meter Hürden. Dazwischen läuft und gewinnt sie alles, dabei unglaublich überlegen. Nun, ich starte hier deshalb so oft, weil ich meinem Land Medaillen schenken will, sagt sie. Aber künftig werde ich mich voll auf die 400 Meter Hürden konzentrieren. Und das ist wohl auch die einzige Disziplin, in der sie Chancen hätte, mit der Weltspitze mitzuhalten. Hier in Seoul aber bleibt ihr kaum Zeit, ihre Goldmedaillen zu feiern.
denn mit großer Sicherheit stehen die nächsten Siegerehrungen schon bevor. Morgen wird die Angestellte der indischen Eisenbahnen wohl auch noch die beiden indischen Staffeln zum Gold führen, wenn auch mit Zeiten, die anderswo kaum zur Endlaufteilnahme reichen würden. I got all that, but my like, Evelyn Ashford, Carl Lewis, Edwin Moses und Judy Brown, zweite über 400 Hürden von Los Angeles, sind ihre großen Vorbilder. Schließlich verrät sie uns auch noch ihren vollen Namen, den sie selbst für ein bisschen lang geraten hält. My real name. That is very long. Pilavala Gandhi, Thakkai Parambil Usha. But my name is Usha only. Der Sieger der Asienspiele im Tischtennis muss absolute Weltspitze sein. Yo Nam-kyu, 18 Jahre alt, aus Busan in Südkorea. Zweimal Gold, in der Mannschaft und im Einzel, und das beide Male gegen die schier unbesiegbaren chinesischen Zelluloid-Artisten. Mit ein paar Schmetterschlägen zum Nationalhelden. Jahre alt ist Yo Nam-kyu, besucht die Technische Hochschule und muss zum ersten Mal über sich ergehen lassen, was auch zum Erfolg gehört. Zunächst möchte ich Gott danken, dann meinem Trainer und meinen Eltern. Gegen die Chinesen hatte ich immer große Komplexe. Davon konnte ich mich jetzt endlich freimachen, mit Willen und Konzentration. Längst der Nationalheld Südkoreas ist Lee Man-ki, 24 Jahre alt, Serum-Profi. Diese Form des Ringens hat jahrhundertelange Tradition in Südkorea. Und seit das Fernsehen die Matadorenkämpfe hier live überträgt, kennt jedes Kind auf der Straße den Namen des Champions, Lee Man-ki. Vor 3 Jahren hat er den Titel Meister aller Klassen zum ersten Mal gewonnen. Und keiner hat ihn seither aufs Kreuz legen können. Inzwischen ist der sensible Koloss vielfacher Millionär. Serummeister zu sein, ist das Größte in Korea, denn es ist der Sport unserer Vorväter. Als Kind habe ich mich auch für Judo und olympisches Ringen interessiert. Aber wenn man es im Serum weit bringen will, muss man sich schon sehr früh entscheiden. Jetzt bin ich Champion und das wiegt jede Goldmedaille auf bei Asienspielen oder olympischen Wettkämpfen. Nein, so berühmt wie Lee Man-ki sei er noch lange nicht, sagt Yo Nam-kyu, unser Tischtennisheld. Das braucht noch seine Zeit und noch ein paar solcher Goldmedaillen. Das war's. Morgen ist Erntedanktag. Sie werden alle die Gonsbach-Lerchen kennen aus der Mensa Fasenacht. Die sind sehr prominent. Nicht so prominent ist der Gonsenheimer Bauernverein. Aber es sind sehr nette Menschen, die Sie alle hier im Studio auch immer so nett finden. Und die haben sich gesagt, Erntedanktag, warum sollen wir den Menschen nicht mal eine Freude machen? Hier ist alles. Alle Kohlsorten, Tomaten, Radieschen, Brot, Wein, wunderschöne Blumen. Alles, was das Herz begehrt. Ich glaube, wir sollten ab und zu mal ganz dankbar sein, dass wir das alles noch zur Verfügung haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, nicht ohne jetzt noch schnell einen Blick auf das Programm von morgen zu werfen. Es geht nämlich los mit der Sportreportage bereits um 16.52 Uhr mit Tennis, Davis Cup, Eishockey, Schwenningen, Kaufbeuren, bereits um 15 Uhr, Eishockey, Schwenningen, Kaufbeuren, dann weiter Galopp, Lag, Prix de l'Arc de Triomphe in Paris, Handball, Milbertshofen, Göppingen, Fußball, zweite Bundesliga und ein ausführlicher Bericht von den Asienspielen. Ich hoffe, das Programm wird Ihnen gefallen und jetzt
dürfen Sie alle runterkommen und mitnehmen, was Sie nach Hause tragen können. Schönen Sonntag, Wiedersehen, alles Gute.